is going to stop me. I'm making my way home. I'm making my way. Hallo. Hallo, willkommen vom anderen Ende der Welt. Oder wie wir sagen, im Land der teuersten Orange. Hm. Willkommen in Neuseeland. Wir haben es jetzt nachts um zwei oder so. Wir sind jetzt endlich raus. Natürlich die letzten, weil wir noch was zu deklarieren hatten. Wir haben vergessen. Eigentlich ist es nicht lustig. Wir haben jetzt nämlich gerade $400 für eine Orange bezahlt. Juhu! Da kommt richtig Freude auf. Also wir haben das alles deklariert und hatten eine noch im Beutel liegen. Das ist dann bei der Kontrolle aufgefallen, obwohl wir alles angegeben hatten extra. Und naja, jetzt durften wir die noch bezahlen. Ja, so fängt der Urlaub gut an. Der erste Ausflug ging direkt mit dem Elektroroller durch die City. Und ich muss sagen, Christchurch ist wirklich eine sehr schöne, kleine, gemütliche Stadt. Dort war 2011 allerdings ein schweres Erdbeben und man kann die Schäden teils heute noch sehen. 185 Menschen kamen dabei ums Leben, wo heute noch die weißen Stühle daran erinnern. Auch die provisorische Kirche aus Pappe war echt sehr faszinierend. Heute möchte ich euch unseren Hippie-Camper mal vorstellen. Wir haben heute den vierten Tag mittlerweile schon in Neuseeland und ja, also wollen euch jetzt mal kurz sagen, wie es uns bis jetzt gefällt, was wir schon ein bisschen erlebt haben. Und ja, wir sind von Christchurch direkt über den Arthurs Pass nach Fox Glacier gefahren. Genau, haben uns dort eines der letzten ältesten Gletscher angeschaut, die hier noch existieren, und das war wirklich spektakulär, weil man wirklich gesehen hat, wie der von Jahr zu Jahr durch die Erderwärmung zurückgeht. Ja. Und das ist echt erschreckend ein bisschen. Wir waren gestern an den Blue Pools. Ja, cool. War richtig cool. Also alles Gletscher, Wasser, genau. Glasklar, genau wie hier, eiskalt natürlich. Ja. Und richtig blau, ja. Also ja, nee, war echt cool. Hier, das ist unser Zeltplatz. Ja. Also hier unser Auto. Wir sind heute früh aufgestanden, haben die Tür aufgemacht und dann guckst du halt auf so eine Kulisse und das ist schon ziemlich cool hier. Also ja, also ich denke mal, kommt noch viel, was noch sehenswert ist hier in Neuseeland. Wir haben ja noch gar nicht viel gesehen. Ich wollte nur noch sagen, dass es zu Australien ein echter Wetterumschwung ist. Obwohl hier Sommer ist, ist es wirklich kühl. Ja. Also wir haben jetzt, ich glaube, 10 Uhr morgens oder so. Und ihr seht, ich habe noch eine Jacke an, sogar Martin noch einen Pullover. Nachts ist es hier richtig kalt, also wirklich richtig, richtig dolle kalt. Ja, das ist kein Vergleich zu Australien. Ja, und es regnet halt hier öfters, ja. Aber wir wussten das und es ist völlig okay. Und wenn die Sonne scheint, ist es optimal, vor allem fürs Wandern, ja, weil 40 Grad Wandern macht dann auch keinen Spaß. Hier sind es vielleicht 25 Grad, ja? Ja, ist ungefähr. Nee, aber landschaftlich wirklich top und wir freuen uns echt auf das, was noch kommt. Wir machen die ganzen Inseln
Genau. Von Kopf bis Fuß und nehmen euch mit. Tschüss. Ja. Brand new moon, brand new sun. Also wir sind jetzt gestern in Queenstown gewesen. Das ist eine echt coole, junge Stadt. Also für alle Verrückten, Sportfreaks. Ja, da kommt auf jeden Fall jeder auf seine Kosten. Also von Skydiving über Bungee Jumping, über Speedboot, über, alles, keine Ahnung, Paragliding, Mountainbiking. Also die haben da schon echt für alle was im Angebot, die gern irgendwie so Nervenkitzel. Ja, Bungee Jumping, das wurde hier auch erfunden. Also eigentlich kommt es ja von einem kleinen Völkchen, aber eigentlich, es wurde dann hier weiterentwickelt. Und da dachte ich mir, warum nicht? So, wir sind ja gerade auf dem Weg zu Milford Sound und es hieß ja, das ist der schönste Weg hier durch Neuseeland und ja, ich glaube auch, also die Landschaft ist echt Wahnsinn, also schon ziemlich krass, also schon wirklich amazing, ja, breathtaking, wie sie alle sagen. Wir machen gerade Rast und genießen den wunderschönen Ausblick hier Richtung Milford Sound. Hier sehen wir schon die schneebedeckten Gipfel. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ja, ich denke schon. Also live ist das echt mega. Die Luft hier ist echt überwältigend. Cherish this moment, cherish this breath. Tomorrow's a new day for everyone. A brand new moon, a brand new sun. Ja, wir sind jetzt hier gerade in den Catlins auf der Südinsel. Und ja, haben jetzt endlich mal wieder ein bisschen mehr gesehen. Haben jetzt gestern auf einem sehr coolen Campingplatz geschlafen, wo wir Seerobben gesehen haben, also diese relativ seltenen neuseeländischen Pelzrobben. Und ja, ist jetzt heute ein bisschen windig, aber das Wetter hält. Gestern hat es fast nur durchgeregnet und ja, heute schauen wir uns so ein bisschen die Gegend an. Hier gibt es viele Wasserfälle und so ein Blowhole, wo das Wasser rausschießt. Und Delfine und Pinguine. Müssen wir mal schauen, ob wir die alle finden. Und ja, schauen wir uns mal an, was es hier so Schönes gibt.
which way the wind blows when this day is done. Breathe, breathe in the air. Set your intentions. Dream with care. Tomorrow's a new day for everyone. A brand new moon and brand new sun. Und Katharina, wie fandst du deine erste Waltour? Naja, wir haben drei Sperrwale gesehen. Leider ein bisschen weit weg. Ja, ich hätte mir irgendwie mehr erhofft. Die Speedbootfahrt war ein bisschen spannender. Ja, wir haben $300 für uns beide bezahlt. Und ja, ich bin nicht enttäuscht. Wir haben Wale gesehen, aber es war ein bisschen weit weg. Ja. Und morgen fahren wir nach die Nordinsel und ja. Da machen wir dann endlich meine Maori-Touren. Genau. Also war es das erstmal von der Südinsel. Tschüss!